ist das eben. Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Enderal Skyrim. Ja, wir haben ja das letzte Mal unser Gewand dort beim Dings abgeholt, ne? Nun sollen wir hier mit Ymir sprechen, damit wir die nächsten Schritte durchgehen, wie es jetzt nur weitergeht. Und vielleicht erfahren wir dadurch auch ein bisschen mehr über den Zyklus, wie der verlaufen ist das letzte Mal. Und was wir anders machen müssen, auf jeden Fall, um erfolgreich zu sein. Reden wir doch mal mit ihm. Prophetin, habt ihr euch gut eingefunden? Er nennt mich direkt schon Prophetin, na toll. Halbwegs. Gut. Es ist wichtig, dass ihr euch mit diesem Ort vertraut macht. Er ist die Basis all unserer kommenden Missionen. Derzeit tappen wir noch im Dunkeln, was den Zyklus angeht. Alles, was wir wissen, sind Fragmente, und das werden wir jetzt ändern. Es gibt zwei Fährten, von denen ich will, dass ihr ihnen nachgeht. Und das wären welche? Die erste hat mit den Steinsplittern aus Alt-Rashengrad zu tun. Pegast hat es euch vermutlich noch nicht erzählt, aber sie ergeben zusammen einen Siegelstein, den wir dringend brauchen. Die Arkanisten haben ihn bereits zusammengefügt, aber uns fehlt noch das Ritual, um ihn zu aktivieren. Und dafür brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Die zweite dreht sich um eine Entdeckung, die wir im Herzland gemacht haben und die ein maßgeblicher, wenn nicht der einzige Hoffnungsschimmer in diesem Kampf sein könnte. Wo wollt ihr beginnen? Okay. Ich weiß nicht, ich bin gerade am Überlegen, ist es wirklich so klug, die gleichen Schritte zu machen, die gleichen Gegenstände zu verwenden, wie es unsere Vorfahren taten, und ich meine, die sind doch gescheitert. Aber fangen wir doch mal bei den... fangen wir bei den Siegelsteinen an. Das ist schnell erklärt. Gehen wir mal da drauf ein. Euch ist ja schon bekannt, dass die Pyräer auch von dem Zyklus wussten und gegen ihn kämpften. Der Siegelstein war eine Art Schutzmechanismus, den sie geschaffen haben. Er bewahrte seine Besitzer vor dem roten Wahnsinn. Okay, und auf welche Weise oder wie das? Durch kleine Splitter, die er absondert, wenn man ein bestimmtes Ritual auf ihn wirkt. Tragt ihr einen der Splitter bei euch, ist er wie ein Schild für euren Verstand. Es werden zwar nicht genug für alle Bewohner Arks sein, aber genug für uns vom Orden und von der Garde. Das Problem ist, dass wir das Ritual zur Aktivierung des Steines nicht vollständig kennen und dass die, die es tun, seit Jahrtausenden tot sind. Also letztendlich werde ich ja doch beide Schritte auf jeden Fall machen müssen. Na gut. Deshalb brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Richtig. Dreh- und Angelpunkt von Funkenschlags Idee ist ein Ausstellungsstück im Chronikum. Die gefrorene Leiche eines pyräischen Priesters, die ein Fischer vor einiger Zeit aus dem Nordwindmeer gezogen hat. Also müssen wir uns in den Verstand des Prägers eindringen. Jetzt wirklich? Nicht Prägers, Pyräers. Aber die Sache ist ja, die ist tot, oder? Ja, durch das Eis ist sein Körper unversehrt. Aber kommt einfach ins Chronikum. Erzmagister Merayil wird euch die Einzelheiten besser erklären können. Okay. Das soll doch mal einer verstehen. Gut, und warum zeigt die Quest noch hierher? Schreitet wohl, Prophetin. Warte mal, jetzt muss ich doch mal gucken. Machen wir das mal so lange aus, weil ich denke, das hier, Erinnerung des Toten, das Wort des Toten, genau. Machen wir das so lange aus, weil hier ist ja sowieso, die beiden werden wir dann machen müssen. Das hier, habe ich ja gesagt, machen wir als nächstes. Das heißt, wir müssen dahin. Gehen wir einfach mal. Nee, das wäre gestohlen. Nehmen wir nichts mit von. Ne? Ja. Sonst kriegen wir hier von der Wache auf die Fresse, wenn wir irgendwas einstecken, und das ist nicht gut. Nicht gar nicht gut. Und wir haben ja gelernt, wenn wir ins Gefängnis gehen, kostet uns das auch so ein Erfahrungspunkt oder irgendwas war das, ne? Irgendwas war da. Auf jeden Fall war das nicht einfach bloß eine Nacht im Knast oder so.
wie es normal in Skyrim üblich war. Also die haben sich hier schon ein bisschen mehr dabei gedacht, dass es auch wirklich wehtut, wenn man da Knast wählt und in den Knast geht, also wenn man dann stiehlt. Ja. Also hier sollte man, also in Endor sollte man sich das wirklich zweimal überlegen, ob man da was klauen will. Ja? Nein. Gut. Auf zum Sonnentempel. Gut, da hinten irgendwo ist er. Gut, machen wir uns dahin. Mann, eine Menge Bücher. Nee, nein. Ich nehme da jetzt nichts weg von. Und was ist wir daran gehen jetzt so einfach spektakulär? Mal hier so für durch. Für mich sieht unser Freund hier aus wie jede X-Gruftleiche auch. Also, ist der das nicht. Hier ist wohl der Tote. Seht ihr die Markierung auf seiner Stirn? Dessen, das ist das Symbol dessen der Verstand wir sollen. Einer der beiden Priesterkasten, die über das Pyräische Reich herrschten, wie die Lichtgeborenen über Wind. Er war kein Hohepriester, aber auch kein Akolyt mehr. Das ist doch Jasper, oder? Wir müssen hoffen, dass er an der Fertigung dieses Siegelsteins beteiligt war. Hoffen kann nicht schaden. Aber seht, wir haben Besuch. Dalvarek, Erzmagister, wie ist die Lage? Schreitet wohl, Großmeister. Die Lage ist gut, alles ist bereit. Ist sie das? Ja, das ist die Prophetin. Das ist die Prophetin, genau. Interessant, wirklich interessant. Ich hatte euch mir anders vorgestellt. Ich bin Lexil Merail, Erzmagister des Ordens. Hocherfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Wo fangen wir an? Hat euch der Großmeister bereits mit eurem Missionsziel vertraut gemacht? Wir wollen an die Erinnerung des toten Pyräers dort gelangen, weil er das Ritual für den Siegestein kennt. Richtig. Und nun fragt ihr euch bestimmt, wie man in den Kopf eines Verstorbenen gelangt. Hier kommt das Wort der Toten ins Spiel. Ein altes Artefakt, das wir finden müssen. Das Wort der Toten? Ich dachte, das wäre nur eine Legende. Nein, es existiert wirklich. Und wir wissen auch, wo. Damit ihr versteht, das Wort der Toten ist ein Artefakt, das es ermöglicht, in den Geist eines Verstorbenen einzutauchen, dessen letzte Erinnerungen zu durchleben, als wären es die eigenen. Und genau das wollt ihr bei unserem eingefrorenen Kameraden hier ausprobieren. Das ist also der große Plan, richtig? Richtig. Ihr müsst das Wort der Toten finden, den Körper des Pyräers per Teleportzauber zu euch holen und anschließend in seine Gedanken eintauchen. Und dort sucht ihr nach den Worten für das Ritual. Und wo befindet sich das Relikt? Moment, gehen wir erstmal hier so ein bisschen durch. Nehmen wir mal an, ich gelange in diese Erinnerung. Wo soll ich nach den Worten suchen? Das klingt gewagt. Wieso braucht das Ritual eigentlich Worte? Die Magie, die ich kenne, ist eher klanglos. Wie soll ich mich in den Erinnerungen zurechtfinden? Ich spreche kein Pyrrhic. Aber, warte mal. Ja, die Magie, die wir bisher verwandt haben, ist doch eigentlich eher klanglos, zumindest wortlos. Das stimmt, aber bei dem Ritual handelt es sich um eine spezielle Form der Magie. Sie ist der Entropie ziemlich ähnlich, mit dem Unterschied, dass diese sogenannten Fokusworte beim Wahrwerden der Eventualität helfen sollen. Okay, gut. Genau, Pyräisch sprechen wir auch nicht. Stimmt, aber der Priester, in dessen Verstand ihr reisen werdet, tat es. Ich hoffe, das genügt. Und selbst wenn nicht, habt ihr immer noch das Echo. Bisher hattet ihr ja keine Probleme, die Visionen zu verstehen. Vielleicht ist das hier nicht anders. Wo er recht hat. Nehmen wir mal an, ich gelange in diese Erinnerung. Wo soll ich nach den Worten suchen? Uns fehlen nur die letzten Worte des Rituals. Den Rest haben wir. Wonach ihr suchen müsst, ist eine ornamentierte Schriftrolle, wie auf der Zeichnung, die ich euch gleich geben werde. Und dann müsst ihr euch die Glyphen darauf einprägen und in der echten Welt niederschreiben. Wow, das klingt kompliziert. Und wo befindet sich das Relikt? Nun, das... Es gibt im Westen Enderals ein altes Haus, das einem Artefaktsammler gehört. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass sich das Wort der Toten in seinem Besitz befindet. Moment, ihr meint diesen Kauz mit den Holzpuppen aus dem Bardenlied? Ja, er existiert wirklich. Das heißt, wir müssen zu dem Anwesen dieses Mannes reisen
und ihm dort das Wort der Toten... Moment mal, ernsthaft? Nicht entwenden. Es genügt, wenn ihr es auf den Pyrea anwendet, die Erinnerung findet und wieder zurückkehrt. Unser Plan sieht vor, dass ihr gemeinsam mit Dalvarek zu dem Anwesen reist, und zwar nachts. Ihr läutet die Türglocke, gebt euch als Artefakthändler aus und bietet dem alten Mann das hier an. Wenn alles gut geht, bietet er euch ein Quartier für die Nacht an. Dann wartet ihr den richtigen Moment ab, sucht das Wort der Toten und holt den Pyrea zu euch. Also doch stehlen, oder wie jetzt? Kann der Orden dieses Relikt nicht einfach vom alten Mann erzwingen? Nee, das wäre ja auch gemein. Was tun wir, wenn etwas schief geht? Wie genau wende ich das Wort der Toten an? Was tun wir, wenn was schief geht? Dann flieht ihr. Ihr dürft unter keinen Umständen Gewalt anwenden, egal was passiert. Ernsthaft? Das hört sich nicht gut an. Wie genau wende ich das Wort der Toten an? Erzmagister? Tja, das ist ein guter Punkt. Wir wissen es nicht, weil wir nicht einmal wissen, wie es eigentlich aussieht. Aber wie heißt es so schön? Panieren geht über Probieren. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und selbst wenn nicht, es klingt allemal nach Abenteuer. Es ist eine große Verantwortung, macht euch das bewusst. Aber ich habe Vertrauen in euch beide. Jetzt brecht so bald wie möglich auf, die Mission wird Früchte tragen, das spüre ich. Das spürt er einfach. Und weg sind sie. Ja. Du hast dem nicht allzu viel von mir erzählt, oder? Ist mir so aufgefallen, denn der hat sich... ganz anders davor gestellt. Egal. Brech mir auf. Wolltest du nicht auf einem Schiff nach Kilef sein? Genau, da war doch was. Eigentlich schon, ja. Aber als dann das Angebot vom Großmeister höchstpersönlich kam, konnte ich einfach nicht Nein sagen. Das klingt nämlich alles verflucht interessant. Den Verstand eines Toten bereisen. Puh. Das würde ich sogar umsonst machen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Na gut, brech mir auf. Yep. Triff mich einfach beim Myraden an der Steilklippe. Ich gehe noch meine 7 Sachen packen. Also geht's wieder Myraden fliegen, ja? Na ja, gut. Wegelosigkeit, wohin man schaut. Fliegen wir wieder mit dem Myraden. Nicht im Weg stehen, ja? Ach du Scheiße. Die will ich auch nicht nachts begegnen. Okay, machen wir uns weiter. Seid willkommen, ihr frohen Zech. Hat er gerade angefangen zu singen? Echt hardcore. Ja. Nein. Ich glaube, das sagte ich schon mal zu ihm, oder? Naja, auf jeden Fall werden wir den Myraden verwenden, um zu diesem Mann zu gelangen. Und dann sollen wir bei ihm stehlen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ich meine, man könnte es auch ganz anders machen. Zu dem Mann hingehen, dem was Gutes anbieten. Sozusagen ein Tauschhandel und das Ganze im Guten abwickeln. Ich meine, die scheinen alle nicht gerade gering vom Besitz zu sein, ne? Und irgendwas werden sie doch haben, was den Mann interessieren könnte. Ich meine, Artefakte. In so einer Welt gibt es sicher reichlich Artefakte und ich denke, die werden da jede Menge von haben. Na gut, wahrscheinlich wollen sie davon natürlich auch nichts hergeben. Von diesen Artefakten, keine Ahnung. Mir soll's wurscht sein. Ich probier's mal. Ne? Ich hoffe nur, dass das nicht schief geht. Ich hab so die blöde Befürchtung, dass es tierisch baden geht. Hm? Was war... Hä? Nein, von dir wollte ich gar nichts. Jetzt sollen wir ja auch erstmal Jasper treffen. Bei den Myraden. Das heißt, Jasper wird offensichtlich mit uns fliegen. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Ich hoffe, die meint nicht mich mit härter durchgreifen, dass da irgendwann,
macht mir Angst, sowas. Gut, weiter hier. Dass wir ein bisschen vorankommen. Wir wollen ja schließlich in der Story weiterkommen. Aber warum Jasper uns auf einmal begleitet, das leuchtet mir nicht so ganz ein. Naja, wird bestimmt einen Grund haben, werden wir bestimmt noch rausfinden irgendwann. Hm? Und ich weiß nicht, ob man hier auch noch andere Begleiter haben kann. Malfas zum Gruß. Ja. Da frage ich mich immer noch, was bedeutet dieses Malfas? Also, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, was das bedeutet, warum sie immer sagen Malfas zum Gruß, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Weil ich habe da so ein bisschen gegoogelt, aber nicht wirklich was gefunden. Kann auch sein, dass ich es grundsätzlich falsch schreibe und deshalb nichts finde in Google. Aber wenn ihr da was wisst, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was bedeutet das und wo kommt das überhaupt her? Oder ist es vielleicht doch einfach nur ein Spruch von diesem Spiel? Ne? So, jetzt muss ich erstmal... Wir müssen in diese Richtung. Oh je, noch eine erschöpfte Seele. Seid ihr euch sicher, dass ihr so weitermachen wollt? Hallo, ich meine, Freda! Zu dir hatte ich einen Tipp. Von dir kann ich ein Reittier bekommen. Verkauft ihr noch Pferde? Ich möchte eines kaufen. Das ist schön, aber von irgendwas muss ich auch leben. Fragt nochmal, wenn ihr das Geld beisammen habt. Was für Probleme habt ihr denn? Gnaldalf, ein Troll. Seit jetzt gut 2 Monaten höre ich ständig dieses blutrünstige, grausame Gegrunze in der Nähe des Hofs. Die Garde sagte, ich bilde mir das nur ein, aber ich habe genug von der Welt gesehen, um Trollgeräusche zu erkennen, wenn ich sie höre. Am Anfang kam das Geräusch von hinten aus dem Wald, aber mit der Zeit ist es immer näher gekommen und ich bin mir sicher, dass er es auf meine Tiere abgesehen hat. Wie wär's also? Ihr tötet Gnaldalf für mich und im Gegenzug bekommt ihr einen meiner besten Esel umsonst, Wirbelsturm. Und glaubt mir, er hält, was der Name verspricht. Wirbelsturm, ein Esel. Ich hab da so eine Ahnung. Ich hab da kürzlich mit so einem Esel gesprochen. Meinst du etwa den da? Der so hinter mir und so? Ja, gut. Ich meine, wir... Das ist ziemlich leicht. Wartet einfach bis kurz nach Mitternacht. Und dann kundschaftet die Gegend aus und wartet, bis ihr von irgendwoher ein Grunzen hört. Glaubt mir, das kann man nicht überhören. Leider. Und passt auf euch auf, die Biester sind nicht zu unterschätzen. Gut, das heißt, wir haben da eine neue Quest. Und ich nehme tatsächlich an, es geht um diesen Esel hier. Den da. Nee. Das ist Bonnie. Also wahrscheinlich doch nicht um diesen Esel. Naja, gut. Und? Irgendwelche Fortschritte? Nein, ich bin ja noch nicht mal weg gewesen. Sag mal... Kann ich hexen oder was? Machen wir uns weiter. Erst einmal müssen wir zu dem Dings hin. Warte mal. Nein. Ich wollte keine Markierung setzen. Ich wollte eigentlich gucken, wo müssen wir denn da hin? Ruine von Seeheim. Eigentlich sollten wir doch mit dem Myraden dahin. Warte mal, bin ich jetzt blöd? Jasper am Myradenturm der Steigklippe treffen. Oder wollen wir uns erstmal das Pferd besorgen? Oder den Esel vielmehr? Ich möchte ein Reittier. Auf jeden Fall. Aber wo... Ach so, ja, geht ja erst nach Mitternacht. Das heißt, bringt nichts. Gut, ich werde jetzt sowieso nicht dahin finden, denke ich, zu diesem Myraden. Und so spannend ist es jetzt auch nicht. Spannender wäre es gewesen, wenn man tatsächlich sieht, wie man auf dem Myraden fliegt. Das wäre sehr viel toller gewesen, aber... Leider hier nicht zu sehen.
Gut, macht ja nichts. Wir haben ja noch andere Optionen. Ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind. Das war doch... War das nicht hier, wo wir den Händler... Wo der Händler umgebracht wurde? Von der Schwester? Ich meine, das war doch hier, oder? Jep. Ich meine, das war hier. Genau. Da. Die hat den Händler umgebracht gehabt. Und darauf hatten wir sie dann getötet. Ja, alles leer. Gut, egal. Wir haben ja auch eine ganz andere Aufgabe. Ich hoffe nur, dass das alles gut geht. Hallo, Taube. Wir müssen da irgendwie rauf. Gibt es da einen Weg rauf? Irgendwie sieht mir das gerade nicht so. Ich will mal gerade auf der Karte schauen. Oh, ich fürchte, wir werden da hier so links rum müssen. Gut. Probieren wir das. Halt, warte mal. Vielleicht brauchen wir das ja. Ja, ich denke, wir werden da rum müssen. Weil die Felsen, da glaube ich nicht, dass wir da durchkommen. Gut. Das ist doch ein Wolf. Ein Wolf. Ja, ein Wolf. Bleib zurück. Bleib zurück. So. Ja, dein Pelz nehmen wir mit. Ich hoffe, das Feuer geht wieder aus. Nicht, dass der ganze Wald hier abfackelt. Das wäre blöd. Warte mal. Ich will mal gerade ein bisschen was essen, dass wir wieder heilen. Was ist das denn? Gesellenbuch Entropie. Fortgeschritten. Ich nehme das jetzt trotzdem. Entropie ist 1 auf 16 erhöht. Gut. Füllt einen Lebenspunkt wieder her. Naja. Ein Lebenspunkt ist ein bisschen wenig, oder? Heilen wir? Nein. Ich brauche da irgendwie... Nehmen wir mal Brot. Aber irgendwas muss uns doch auch sättigen, weil wenn wir gesättigt sind, so hat man mir es gesagt, dann würden wir alleine wieder heilen. Ich weiß nicht. Also ich sehe da nichts, dass sich da irgendwie an dem Balken was verändert. Nehmen wir eine Brezel. Ja, sättigt. Genau, das war das. Jetzt müssten wir auch... Jetzt heilen wir auch. Die Brezel war's. Brezel ist perfekt. Das ist sehr gut. Wir müssen immer noch in die... Warte mal. Jo, wir müssen da irgendwie... Warte mal, machen wir uns mal eine Markierung. Wenn wir können. So, das heißt, wir müssen quasi in diese Richtung. Hä? Das kommt mir sehr komisch vor. Irgendwie. Wir müssen auf jeden Fall da irgendwie rauf. Wie, habe ich noch keine Ahnung. Aber wir müssen da rauf. Nee, da geht's nirgends rauf. Da komme ich nirgends rauf. Nee. Das glaube ich nicht, dass ich da jetzt hochkomme irgendwie. Meine Versuchung kann ich es ja. Aber das glaube ich eher nicht. Ne, hier so Berge kraxeln. Gut, naja, ein Stück weiter sind wir schon, aber ich fürchte, wir werden da wieder zurück müssen. Na komm, irgendwo ein bisschen, ne? Ja, hier kommen wir weiter, gut, versuchen wir es hier. Komm. Ein bisschen. Na komm, ein kleines Stückchen hier. Ne, hier kommen wir nicht rauf.
fürchte ich. Hier ist Ende. Ende im Gelände. Probieren wir es da mal. Ja. Oh, kommen wir vielleicht doch rauf. Weil ich habe keine Lust, das ganze Ding außen rum zu latschen. Ehrlich gesagt. Okay. Das funktioniert nicht. Wow. Mach keinen Quatsch, Junge. Nein. Komm mal raus da. Komm, lass dich mal sehen. Trau dich. Na komm schon, trau dich. Was ist, hä? Den einsamen Klettererüberfall. Okay, das funktioniert nicht. Der kommt auch nicht da raus. Der Spacken. Komm her. So, aber ich will mal ein bisschen... Nehmen wir nochmal eine Brezel, dass wir wieder heilen. Ich werde wohl doch wieder runter müssen. Weil darauf komme ich sowieso nicht. Gucken wir, dass wir einen anderen Weg finden. Ist aber auch blöd. Und sollte uns die Brezel nicht heilen? Oder geht das im Kampf nicht? Nehmen wir hier mal ein bisschen Brot. Ein bisschen ist gut, ich brauche hier irgendwie eine ganze Menge. So. Jo, hier scheint sogar einen Weg zu geben. Ach, hier ist ein Weg, warum sagt denn das keiner? Gut, wo sind die? Wo sind die Spacken? Das holen wir so uns. Oh, das ist gut. Ja. So nicht. Nein. Verdammt. Gut, Da ist noch einer. Komm schon. Zeig doch das nicht lange. Als ob mich das jetzt interessiert. Wir haben ein Level abgekriegt und das hat uns komplett geheilt. Finde ich ja gut. Stab des Rostes. Er ist zumindest was wert. Der Dolch. Gucken wir uns mal weiter um hier. Warte mal. Lehrling. Okay. Euch sind die Dietriche ausge... Das ist ja noch schlimmer. Wildmagier. Schauen wir doch mal. Stab der Erdung. Obwohl, das ist ja eigentlich gut was wert. Nehmen wir das mal mit. Aber der Dolch... Nee. Den Dolch muss ich nie mitnehmen. Aber hier, bei ihm hier, da können wir auch nochmal... 30, 35, wir nehmen es mal mit. So. Was? Blick des Vielgereisten. Okay, nehmen wir das mit. Das nehmen wir auch mit. Laterne will ich nicht. Schauen wir mal hier rein. Holzkohle. Ja, nee, ist klar. So, sonst ist hier nichts, hä? Aber wir müssen ja noch weiter. Die Pilze kann ich nicht einsammeln. Gut. Scheint aber hier richtig zu sein. Hoffe ich zumindest. Wir müssen da irgendwie hin. Da irgendwie. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt könnte es klappen, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. So. Na gut, machen wir die Markierung mal. Ja, genau. Machen wir sie weg.
So, und hier sind auch Wölfe unterwegs. Ich hoffe, ich begegne jetzt keinen Wölfen. Möchte ich jetzt nicht. Das scheint das Haus zu sein, das wir suchen. Das da. Ach ja. Wie kommen wir darauf? Da, das scheint der Weg zu sein. Gehen wir da mal hin. Hi. Nein, ich habe nicht vor, dich zu jagen. Kannst entspannt. Echt jetzt? Okay. Ach, wir sind beim Myraden. Das ist die Steilklippe hier. Okay. Schauen wir doch mal. Und zwar. Nein, so nicht. So. Das heißt, hier den Langbogen tue ich da rein. Stab tun wir da rein. Das sind so Sachen, die will ich dann später auch verkaufen. Ja, die Stiefel tun wir auch da rein. Die werden uns auch nicht wirklich verbessern. Ja. Machen wir die Sachen da rein. Die Kette 10% schneller. Warte mal, jetzt will ich mal hier gucken. Ich denke, die wird nicht so viel bringen. Moment. Aha, können wir zusätzlich anziehen. Dann sind wir 10% schneller. Na gut. Gut. Dann schauen wir hier mal weiter. Da. So, was können wir denn noch hier lassen? Die nehmen wir so mit. Ja, Essen will ich auf keinen Fall hier lassen. Nö. Das wiegt ja alles nichts. Das brauchen wir nicht hier lassen. Das will ich gleich noch lesen. Das können wir nicht reintun. Gut. Tun wir das da rein. Brauchen wir jetzt da sowieso nicht. Und dann wollte ich mal schauen, dass wir Kreaturen und Menschen bis Stufe 13 fliehen für 10 Sekunden. Naja, wer weiß, wofür es gut ist. Lernen wir es. So, hallo Jasper. Da bist du ja. Und, wollen wir? Was ist eigentlich die Geschichte hinter dieser Narbe? Stimmt, der hat eine Narbe hier. Die Narbe? Sagen wir es so. Wenn dich irgendwann mal 2-4 armweit große arasialische Frauen in einer Talguler Taverne auf ihr Zimmer einladen, solltest du die beiden entweder verdammt gut kennen oder Fersengeld geben. Sagt dir nichts? Die Hauptstadt, zumindest laut den zivilisierten Arasealern. Okay, lass mich raten. Du hast weder noch getan. Also er hat sie nicht gut gekannt und gelaufen ist er auch nicht. Asche auf mein Haupt. Mich hatte so ein reicher Schnösel angeheuert, um ihm einen Totem aus einer Siedlung der Freien zu beschaffen. Also der Arasealer, die sich nicht den Lichtgeborenen gebeugt haben, ihre Naturgötter verehren und als Nomaden durch die Steppe ziehen. Keine Ahnung, wie viel du über Arasial weißt, aber die Freien stehen seit Jahrhunderten im Konflikt mit den Zivilisierten, die die 7 Göttlichen verehren. Attentate auf beiden Seiten, Blutfäden. Das Übliche eben, wenn zwei Parteien beide meinen, es besser zu wissen. Der Auftrag entsprang natürlich dieser Fehde. Das Totem gehörte einem Nomadenstamm und der Schnösel wollte es haben. Also habe ich es ihm beschafft. Okay, gut. Was? Und du hattest überhaupt keine Gewissensbisse? Und die beiden... Was? Arasealerin waren frei. Warte mal. Genau, du hattest überhaupt keine Gewissensbisse. Oh doch, natürlich. Ich habe mich nächtelang danach noch in den Schlaf geweint. Im Ernst, warum sollte ich? Sowohl die Freien als auch die Zivilisierten sind so erpicht darauf, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Da macht ein geschändetes Totem hin oder her keinen Unterschied. Und die beiden Arasealerinnen waren frei?
Korrekt. Und ich, ich war angetrunken und etwas einsam, wenn du verstehst, was ich meine. Hast du schon mal eine reinblütige Arasealerin in ihren Zwanzigern gesehen? Da ist es wirklich schwer, Nein zu sagen. Naja, wie du jedenfalls schon erkannt hast, das Ganze lief anders als erwartet. Oben im Zimmer angekommen, hat mein Gesicht Bekanntschaft mit einem Tischbein und vier absolut nicht zarten arasealischen Damen Fäusten und Füßen gemacht. Und das Totem war mitsamt all meinen Groschen und Klamotten weg. Geschah mir vermutlich irgendwie recht. Das passiert, wenn man in den falschen Situationen mit der Hüftgegend und nicht mit dem Kopf denkt. Tja, man sollte generell mit dem Kopf denken. Nicht, als ich da schon Erfahrung gemacht hätte oder so, ne? Sie haben dir deine ganze Kleidung genommen. Wie bist du eigentlich nach Hause gekommen? Nimmst du es mir übel, wenn ich das irgendwie lustig finde? Oh, welch kalte Welt ist das. Ich offenbare dir meine tiefsten seelischen Narben und du hast nichts als Hohn für mich übrig. Verdammt seist du, oh schelmische Kreatur. Aber, naja, wie sagt man so schön, ein hübsches Gesicht kann nichts entstellen. Hübsch... Hübsch? Okay. Hübsch vielleicht, aber verrucht und mysteriös. Das hat doch auch was. Nein. Na schön. Dass dich die ganze Sache nicht die, was? Nicht deine beiden nicht deine Bescheidenheit gekostet hat. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Jo. Fakten bleiben Fakten. Okay. Du warst auf Reisen, bevor der Orden dich angeheuert hat, oder? Stimmt. Warum fragst du? Was hat dich bewogen, wieder zurück nach Enderal zu kommen? Puh, gute Frage. Vermutlich war es am Ende einfach nur ein Bauchgefühl. Plus, die Bürgerkriege in den anderen Ländern haben auch nicht gerade zum Bleiben eingeladen, sagen wir es so. Okay, ist es nicht schlauer, ist es nicht schwer, als reisender Söldner über die Runden zu kommen? Naja, das kommt darauf an, wie du schwer definierst. Selbst wenn man in einer Stadt oder einem neuen Land keine Kontaktpersonen hat, über kurz oder lang findet man eine Anlaufstelle. Und natürlich, ich kann keine Götterzunge zum Morgenbrot essen, aber für ein Dach überm Kopf und ein paar weltliche Freuden reicht es allemal. Und darauf kommt's doch an. Naja, gut. In welchen Ländern warst du schon überall? Die meiste Zeit habe ich in Kyra verbracht. Dann war ich noch einmal eine längere Zeit auf den Inseln von Kile. Ah, und einmal hat mich eine Mission nach Mele und nach Myr Aranat geführt. Okay, erzähl mir was über Kyra. Was bin ich, ein reisender Foliant? Ja. Ich fürchte, ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Aber... Kyra ist großartig. Die Leute dort sind so viel freier als hier, vor allem in ihrem Denken. Es gibt die riesigen Basare, die Paläste der Händlerfürsten und die Festung der Magierzirkel. Aber das muss man selbst gesehen haben. Interessant, auf jeden Fall. Wie war es auf Kile? Puh, anders. So schön die Inseln sind, es gibt ja immer dieses Gefühl von Hektik. Und eines Machtkampfes. Hast du schon mal was von den Spielgroschen gehört? Auf Kile ist es zum Beispiel kein Verbrechen, wenn ein Händler einen Käufer zu betrügen versucht. Der Käufer ist selbst schuld, wenn er den Betrug nicht erkennt. Aber wenn er es tut, dann schuldet ihm der Händler eine Art symbolischen Groschen. Skurril, oder? Aber dort ist es gang und gäbe. Okay. Das heißt, die beduppen sich die ganze Zeit? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Na gut, Aranat, ist das nicht verlassen? Yep, ist es. Ich war mit einem Söldnertrupp dort. Wir sollten etwas aus einem Turm der alten Hauptstadt bergen. Kein schöner Fleck, wirklich. Überall ist da dieser Nebel. Und bei jedem Schritt musst du aufpassen, nicht in irgendeinem Sumpf zu versinken. Aber hat natürlich auch seinen Reiz. Und ja, ich weiß, es heißt Mia, Aranat. Ich hab da falsch gelesen. Gut, wir sollten aber langsam mal zu dem Punkt kommen, wo wir weiterkommen. Da bist du ja. Und? Wollen wir? Ja, gehen wir. Oder?
Nein. Wir gehen in der nächsten Folge hier. Ja. Zumindest haben wir Jasper ein bisschen besser kennengelernt. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.